So, liebe Leute, ich hoffe, man versteht mich jetzt besser. Ich hatte letztens eine Nachricht bekommen, dass man mich relativ schwierig versteht. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed. Hot Pursuit Unlimited, Remastered. Ja, wir sind heute wieder mit dabei. Wir machen heute weiter mit den Cops. Das ist zumindest der letzte Plan. Oh, schnell Einsatz. Ernsthaft, ich habe den Schnellansitze. Hier ist ein Hot Pursuit. Wunderbar. Point of Impact. Ich richtig jetzt gerade. Ja, doch. Alles gut. Ich bin richtig. Wir nehmen den Mustang. Na gut, legen wir mal los ins Rennen. Wir sollen weiter das Rennen. Okay, das ist perfekt, das ist gut, das ist sehr gut. Das heißt, wir machen das auf jeden Fall auch. Jo, insgesamt müssen wir 6 Verhaftungen durchführen, um auf das Weg auf Gold zu fahren und 5000 Kopfgeld. Für 4 Verhaftungen 2500 Kopfgeld, also 3 Verhaftungen sollten wir mindestens reinkriegen. Schauen wir einfach mal, wie es am Ende aussieht. Los geht's. 18,3 Kilometer Zeit haben wir für eben jene 6 Verhaftungen. Ich hoffe, wir verstehen mich besser. Ansonsten bitte nochmal die Kommentare schreiben. Ich finde es nochmal ein bisschen was runter zu drücken. Alle Einheiten, wir haben eine Notfallsituation auf dem Eastbourne Freeway. So, der erste, der hier jetzt einmal mitkriegt, ist der komische Porsche da. Hatte Kontakt. Fahrzeug ist verstanden. So, wir legen mal eine Straßensperre rein. Der erste, den hat auf jeden Fall schon mal die Laternen eingesetzt. Sitze Verfolgung vor. Straßensperre schief, zur Verhaftung. Verdächtiger hat ein Nagelband abgeworfen. Ja, alle Officer werden um Vorsicht gebeten. EMP aktiviert, Ziel wird erfasst. Straßensperre anhalten, senden bitte Zielposition angeben. Oh yeah, und das war der Jaguar. Nee, Maserati war's. Anforderungen erhalten, wir haben uns eure Position. Scheiße. Bestätige, Straßensperre ist in Position. Abgeworfenes Nagelband in eurem Bereich entdeckt, seid vorsichtig. Mein Gott, Alter, was ist denn hier los? Steht man hier quer oder was? 1050, alle vorrücken. Straßensperre wurde ausgerüstet. So, das war der. Das war einfach Romeo gewesen sein. Ja. Okay, den hat's auch erledigt. Alle Einheiten, Straßensperre bereit. Erwarten weitere Anweisungen. Achtung! Verdächtiger hat ein Nagelband abgeworfen. So, das war der Camaro. Straßensperre hat eine Fahrerflucht. Benötigen Verstärkung. Nagelband einsatzbereit. Verdächtiger hat Nagelband umfahren. Wo haben sie beide eingesetzt? Scheiße! EMP hat das Ziel verfehlt. Alle Einheitsverfolgung fortsetzen. Also 4 haben wir schon, Silber. Habe einen Schafzettel ausgehändigt. Das war mein 50. heute. Das war der BMW. Mein Gott, Alter! Verdächtiger setzt Nägel ein. Erbitten Verstärkung. So, und jetzt hole ich mir den letzten noch. Das war's.
Rennen verhindern als Gold. Bäm, Junge. Hardwork gemacht, definitiv, muss man sagen. Ich brauche keinen Turbo, glaube ich, wenn ich richtig Ausrüstung verbessert. Jedenfalls IMP Stufe 2. Wir entwickeln die Zukunft der Geschwindigkeitskontrolle. Mit einem hochdruckgeladenen Teilchenkompressionsgenerator wird ein elektromagnetischer Impuls nach Militärstandards zweimal schneller abgefeuert als bisher. Diese Einheit stellt die nächste Generation unserer NNIMP-Generator-Technologie dar. Hm. Ja, neues Fahrzeug dabei. Ein Lancer Evo X als Verkehrspolizei. Jo. Gut. Da wir heute ein bisschen Spaß dran hatten, machen wir weiter heute mit dem Interceptor. Turn the Table, das heißt aufs zweite Rennen. So, den Mustang haben wir eben schon da gefahren. Das heißt, wir starten rein. Ich glaube, wir haben jetzt ein Auto nur. Diesmal als Gegner. 2:30, um das Auto zu stoppen. Naja, kriegen wir schon irgendwie hoffentlich hin. Na gut, auf geht's. Officer verfolgt ein Alpha 18 weiter auf dem East George Freeway. Meldung. Alpha. Verdächtiger hat gewendet. Er fährt in die andere Richtung. Benötigen Unterstützung. Ein 13. Hintereinheit geht vorsichtig vor. Leider brauchen die Einheiten noch ein bisschen zum Nachladen. Jetzt auch, das hat den Heli jetzt ausgebremst, oder was? Wacht ist ausgefallen. Ihr seid auf euch allein gestellt, bis ihr wieder online seid. Ziel hat ein Nagelband abgeworfen. Die Situation ist äußerst gefährlich. Der fährt vor allem mit so einer ziemlich hohen Geschwindigkeit in den Gegenverkehr rein. Scheiße. Ah, da kommt einer. Haut am Arsch da jetzt. Ernsthaft? Ach, leck mich doch am Arsch. Aber das hat er ganz schön so schlecht gemacht. Ganz genau. Straßensperre vor euch. Das war's. Das hat er gut gemacht. Ja, weil er mir. Weil er in dem Tunnel den Tio-Tunnel gezogen hat und ich hab's nicht mitbekommen. Ja, du musst mir nicht 500 Mal zeigen, wie dass ich es verkackt hab. Na gut, probieren wir es halt nochmal. Officer
Nachtstarre ist in Position. Hier Straßensperre, ein Verkehrsunfall, das kann ich gegen deinen Umbruch. Ihr merkt, dass da Cops ohne Ende kommen und man fährt trotzdem mit Vollspeed in mich rein, ey. Verdächtiger entkommt. Verfolgung fortsetzen. Da geht der Typ mittlerweile auf den Nerven. Die Straßensperreneinheit suchen vor Ort und auf Standby, over. Alle Einheiten, Straßensperre in Position vor euch. Verdächtiger setzt Nebel ein, bitte Verstärkung. Fahrer in 57 mit Straßensperre verwickelt, alle Einheiten zugreifen. Ich habe Kontakt. Alle Einheiten, Waffensysteme ausgefallen. Verdächtiger benutzt ein Störsender. Das kann man auch nicht mehr vorgeben. Alter, ich glaube, dieser Drecks-Lieferwagen noch an. Mit 2,30 würde ich nicht kriegen. Behalte die Straße im Auge. Da habe ich immer noch einen Rammer gekriegt und einen Wiesgerand bekommen habe. Mein Gott, gehst du mir auf den Weg. Verdächtiger zuletzt auf den East George Freeway gesichtet. Ja, mein Gott, fahr langsam ein bisschen. Negativ, er fährt unbehelligt weiter. Ich hatte auch nichts, sonst wenn ich ihn jetzt gerade in meinem Mist werfen kann. Jetzt hab ich ihn. Das war ein Fehler. Officer haben den Verdächtigen festgenommen. Die Sache ist vorbei. Silber, ja, immerhin. Tja, der U-Turn war ein Fehler, mein Freund. Dass du den gesetzt hast, ist sonst hätte ich wahrscheinlich schwieriger geworden. Aber egal. Ich nehme es mit. So, SCPD-Bericht. Neue Einheit verfügbar. Schön, also zwei der Events verfügbar. Neues Fahrzeug, jedenfalls haben wir geschafft. Porsche Panamera. Oh, Panamera Turbo. Damit hätten wir ein bisschen. Nehme ich mit. Jo, gut. Einheit. Ja, wie dem auch sei. Wir sind jetzt durch für heute. Wir sind zur nächsten Folge wieder und dann geht's wieder mit den Racern weiter.